Du legst dich auf den Rücken, auf die Matte, Hände um die Knie. Erstmal sanft hin und her schaukeln, um den unteren Rücken zu lockern. Entspanne schon einmal Gesicht, Kiefer, Zunge, Schultern, Füße. Und drücke links, rechts die ersten Spannungen aus deinem Körper heraus. Mittlere Position, Knie öffnen, Füße und zusammenführen, Hände um die Fußaußenkanten, Schmetterling in der Rückenwiege. Kopf dreht immer in die entgegengesetzte Richtung. Mittlere Position, Fingerspitzen über die Fußspitzen oder Großzehen, die Beine durchdrücken. Am Anfang dehnen wir immer die wichtigsten Muskelgruppen, den Rücken, Rückseiten der Beine, die Innenseiten der Oberschenkel, Adduktoren. Entspanne Gesicht, Kiefer, Zunge. Lass die Atmung tief, gleichmäßig fließen. Die Fußsohlen noch einmal zusammenführen, Hände um die Fußaußenkanten seitlich hin und her schaukeln. Mittlere Position, Hände um die Knie, Knie etwas öffnen, Füße nah zu deinem Gesäß heranziehen, die Hände verschränken, Hände am Hinterkopf. Mit den Händen ziehst du den Kopf nach vorne, obere Rückenschaukel, um den Trapezmuskel zu aktivieren, Schulter-Nackenbereich. Gerne nochmal seitlich über den siebten Halswirbel von einer Schulter und wieder zurück schaukeln. Oder so kreisende Bewegungen auf dem siebten Halswirbel. Langsam dich ablegen, Knie zusammenführen. Kurz Shavasana mit aufgestellten Füßen, die Schultern locker. Dann beginnen wir mit den erdenden Übungen. Du kannst mit dem Oberkörper nach oben die Füße anheben, erdend bzw. zentrierend, linke Bein nach vorn, rechter Arm nach hinten. Zieh dich ganz lang über die Diagonale, wieder zurückführen mit der Ausatmung, mit der Einatmung, rechtes Bein nach vorne, linker Arm ganz weit zurück. Wieder heranführen und wieder wechseln. Diagonale Übungen bringen dich in deine Mitte. Harmonisieren linke und rechte Gehirnhälfte. Harmonisieren Geist und Gefühl. Gleichzeitig auch eine Bauchmuskelübung. Mal rechtes Bein, linker Arm, wieder zurückführen, Hände um die Knie, kleine liegende Paket vor- und zurückschaukeln. Du kommst nach vorne zum Sitzen, Füße aufstellen, Bauch, Brustraum, Kehle weit. Du bringst den Beleg nach vorne, die Hände um die Knie, ziehst die Knie zu dir heran, lässt die Füße schweben, die Schultern locker sinken lassen. Jetzt kommen die erdenden Übungen. Das Erdchakra wird aktiviert, dadurch werden die Energien aus deinem Kopf über die Wirbelsäule nach unten in die Erde abgeleitet. Das Erdchakra ist zwischen Anus und Steißbein. Sitzende Boot, Seitdrehung im sitzenden Boot, Knie nach rechts, Oberkörper nach links, mit der Einatmung gerade, mit der Ausatmung zur anderen Seite.
Knie zur Seite, Oberkörper dreht in die entgegengesetzte Richtung. Mittlere Position, die Arme nach vorne ausstrecken, rechtes Bein nach vorne ausstrecken. Weiterhin erdend, Gleichgewicht bringend, die Konzentration erhöhend. Ferse heranziehen, linkes Bein nach vorne ausstrecken. Auch hier gleichzeitig eine Bauchmuskelübung. Entspanne die Schultern, Gesicht, Kiefer und Zunge. Fersen heranziehen. Fingerspitzen über die Fußspitzen oder um die Großzehen. Ganz langsam die Beine durchdrücken. Soweit es dir möglich ist, Bauch- und Brustraum öffnen. Eine der wichtigsten und effektivsten Erdungsübungen, sitzende, gehaltene Boot. Und je gerader der Rücken, je mehr du den Brustraum öffnest, desto mehr spürst du die erdende Kraft dieser Übung. Gerne noch Anusblasenausgang anspannen, Bauchmuskulatur etwas anspannen, also Mula Bandha, Bauchbandha setzen, Augen schließen, entspanne Gesicht, Kiefer, Zunge, lass die Atmung tief, gleichmäßig fließen. Spüre, wie dein Kopf sich entleert, wie du immer mehr geistige Stabilität gewinnst, so eine Weite, eine Offenheit. Augen öffnen, die Bandas lösen, die Fersen zu dir heranziehen, Hände um die Knie, zieh dich noch einmal lang nach oben, die Füße entspannen. Lege mal die Ellenbogen beugen um die Knie und mit der linken Hand greifst du vielleicht das rechte Handgelenk und lässt die Knie einfach in die Ellenbogen sinken. Ich zeige das mal von der anderen Seite. Die Füße entspannen, Brustraum öffnen. Die Beine können jetzt ganz entspannt werden, Augen schließen. Das ist fast schon eine Entspannungshaltung. Schau, dass du hier die Mitte findest, ohne viel Muskelspannung. Erdend, stabilisierend, beruhigend. Dann mal die Hand umgreifen, rechte Hand, linke Handgelenk. Das sind alles auch Übungen, die du immer wieder zu Hause auch mal vollziehen kannst. Du merkst, dass du Erdung brauchst. Das heißt, wenn du zu viel geistige Unruhe hast oder auch emotionale Unruhe, dann bieten sich besonders die erdenden Übungen an. Die Augen wieder öffnen, noch einmal Hände um die Knie. Knie öffnen, Fingerspitzen über die Fußspitzen oder Großzehen, noch einmal die Beine durchdrücken. Linke Ferse nach vorne, rechte Fußspitze heranziehen. Schau, dass du nur so weit die Übungen mitmachst, wie du sie gut halten kannst. Sonst mildere die Übung etwas oder gehe auch ganz heraus aus der Übung, wieder in das normale sitzende Boot zur anderen Seite. Entspanne die Schultern, Gesicht, Kiefer und Zunge. Nochmal zusammenführen, die Füße erstmal vielleicht so einen Meter öffnen, dann so weit öffnen, wie es dir möglich ist. Spagat im sitzenden Boot. Die Beine möglichst durchgedrückt, Bauch- und Brustraum geöffnet, Gesicht, Kiefer, Zunge entspannt. Die Füße wieder schließen, die Fersen zu dir heranziehen, Hände um die Knie, zieh dich noch einmal lang nach oben, Schultern locker, die Ellenbogen um die Knie, eine Hand um das andere Handgelenk, die Füße entspannen,
Entspannung im sitzenden Boot. Augen schließen. Auch diese Entspannungshaltungen helfen dir, dich zu erden. Öffnest die Augen, eine Seitdrehung im sitzenden Boot. Mit der linken Hand gehst du um die Außenseite des rechten Fußes, linke Bein nach vorne ausstrecken, rechter Fuß nach oben, rechter Arm nach hinten. Auch gleichzeitig eine Gleichgewichtsübung. Vielleicht die Augen schließen, dadurch bekommst du noch mehr Konzentration, noch mehr Erdung. Gesicht entspannen. Jede Yoga-Übung sollte möglichst mühelos gehalten werden, dass du dich wohlfühlst, dass du gerne in der Übung bist. Augen öffnen, langsam wieder nach vorne kommen, Hände um die Knie, zieh dich noch einmal lang nach oben, zur anderen Seite, rechte Hand Außenseite, linker Fuß, rechte Bein ausstrecken, schweben lassen, linker Fuß nach oben, linke Hand nach hinten, zur Seite drehen, Augen schließen, die Schultern weit weg von deinen Ohren. Tiefe, entspannte Atemzüge. Langsam wieder zurückkommen, die Ellenbogen beugen um die Knie, wieder eine Hand um das andere Handgelenk, dich aufrichten, Augen schließen, nachspüren, innerlich loslassen. Im Grunde genommen brauchst du nur Spannung in einer Hand, und zwar die Hand, die die andere Hand, das andere Handgelenk festhält. Schultern entspannen, Nacken, Gesicht, Kiefer, Zunge. Die Augen öffnen, die Füße aufstellen, du kommst in den Vierfüßerstand. Das waren jetzt also die sitzenden Übungen im Boot zur Erdung. Jetzt kommen wir zu inneren Gleichgewicht, die diagonalen Übungen. Die schreitende Katze mit der Einatmung, linker Arm nach vorn, rechtes Bein nach hinten, mit der Ausatmung absenken, mit der Einatmung rechter Arm, linkes Bein. Immer mit der Einatmung ganz langsam in die Diagonale gehen, mit der Ausatmung langsam herauskommen und gleichzeitig Hand und Knie aufsetzen. Einatmen, die Diagonale, ausatmen, absenken. Wenn du Probleme mit den Handgelenken hast, dann kannst du gerne auch die Unterarme ablegen. Das dürfen jetzt auch gerne alle machen. Vielleicht mal die Unterarme abzulegen. Das ist eine leicht andere Qualität. Der Einatmung in die Diagonale mit der Ausatmung absenken. Hier werden die Schultern mehr gefordert und die Handgelenke mehr entspannt. Auch gerne die Augen schließen. Ganz langsame, kontrollierte, bewusste Bewegungen, die helfen, in deine Mitte zu kommen, dich zu erden. Dass die Gedankenenergien abfließen und woanders genutzt werden können. Dann kommst du wieder in eine mittlere Position, die Unterarme ablegen. Noch eine diagonale Übung, diesmal rechte Hand, linker Fuß oberhalb des Gesäßes. Schau mal, dass du um die Außenseite des linken Fußes mit der Hand herumgreifst und dich nach oben ziehst. Rechte Schulter oben, linke ist unten. Über die Seite nach oben schauen, Augen schließen. Entspanne Gesicht, Kiefer, Zunge. Diagonale Katze im Tänzer, rechte Hand zum linken Fuß. Augen geschlossen,
Gesicht, Kiefer, Zunge entspannt. Mit der Ausatmung langsam wieder herauskommen, die Übung zur anderen Seite vollziehen. Die linke Hand geht zur rechten Fußaußenkante. Über die Seite ziehst du dich nach oben, linke Schulter oben, rechte unten. Augen schließen. Ausatmung wieder langsam absenken, die Hände aufstellen, die Zehen aufstellen, abschauender Hund, Fersen in Richtung Matte gedrückt, das Steißbein, Erdchakra zur Decke zeigen lassen und Scheitelchakra nach unten, also die Umkehrung. Auch die Umkehrstellungen erden dich. Entspanne den Nacken, dein Gesicht. Hier eine diagonale Übung, die die Stabilität, die Erdung noch intensiviert. Rechte Bein nach oben anheben und die linke Hand nur 1 Zentimeter aus der Matte herausnehmen. Dich über die Diagonale stabilisieren. Fördert die Konzentration. Linke Hand aufstellen, rechten Fuß aufstellen, mit der Einatmung linkes Bein nach hinten oben und die rechte Hand etwas herausnehmen, nur ein bisschen. Entspanne Gesicht, Kiefer, Zunge. Die rechte Hand aufstellen, linken Fuß aufstellen, mit der Ausatmung Panther. Die Knie gerne etwas geöffnet, du ziehst dich lang nach vorne, die Stirn auf der Matte ablegen. Die Hände etwas zu dir heranziehen, Vierfüßerstand. Noch einmal die Unterarme ablegen, noch eine diagonale Übung. Rechte Knie zur Seite anheben und den linken Ellenbogen zur Seite anheben. Mit der Ausatmung absenken, mit der Einatmung andere Diagonale. Rechter Arm, linker, linkes Knie. Immer mit der Ausatmung absenken, mit der Einatmung in die Diagonale. Einmal rechter Ellenbogen nach außen, linkes Knie, dann wieder in eine mittlere Position kommen. Die Ellenbogen etwas weiter öffnen, die Knie zusammenführen. Du machst dich bereit für die Katze im Tänzer gleichseitig. Diesmal geht die rechte Hand um den rechten Fuß. Das Knie weit nach oben, Bauch- und Brustraum öffnen, über die Seite nach oben zur Decke schauen und die Augen schließen. Alle Gleichgewichtsübungen stabilisieren den Geist, beruhigen den Geist,
erden deine Energien. Mit der Ausatmung ganz langsam absenken, die Übung zur anderen Seite vollziehen. Linke Hand zum linken Fuß, Ferse weit weg von deinem Gesäß, über die Seite nach oben zur Decke schauen, dann die Augen schließen. Entspanne Gesicht, Kiefer und Zunge. Ausatmen, wieder ganz langsam herauskommen. Unterarme auf der Matte lassen, die Zehen aufstellen, die Beine durchdrücken, komm mit den Füßen nach vorne und drücke dich nach hinten oben. Der Kopf berührt weder Matte noch Unterarme. Möglichst die Fußsohlen, die Fersen in die Matte bringen. Der hohe Delfin. Stabilisierende, kräftigende, erdende Übung. Mit den Füßen etwas nach hinten kommen, die Knie aufstellen. Der Panther. Die Hände zu dir heranziehen, Vierfüßerstand, die Knie etwas öffnen, Zehen aufstellen, tief einatmen, mit der Ausatmung abschauender Hund. Die Füße sind so 10, 15 cm geöffnet, lass den Kopf wieder nach unten sinken. Abschauender Hund, Umkehrung der Energien. Dann bringe die linke Hand, wenn möglich, um die rechte Fußfessel. Es geht aber auch Wade oder Kniekehle. Und unterhalb der Achselhöhle nach oben zur Decke schauen. Schließe die Augen. Ziehe dich ganz weit nach innen, hinten, oben. Beziehungsweise nach rechts. Nach rechts, oben. Linke Hand aufstellen, Übung zur anderen Seite. Die rechte Hand aufstellen, mit der Ausatmung in den Fersensitz, die Hände hinter dir aufstellen, Bauch, Brustraum, Kehle weit. Eine Zwischenübung, um Bauch und Brustraum zu öffnen. Dann kommst du langsam nach vorne, öffnest Knie und auch Fersen. Schau mal, ob du in den Frosch kommen kannst, dich also zwischen die Fersen zu legen, zwischen die Beine. Gesäß kommt zwischen den Fersen. Der Frosch. Hüften werden geöffnet. Bringt ein Gefühl von Freiheit, Offenheit. Wenn die Übung zu intensiv ist, komm wieder zurück in den Panther. Sonst den Kopf auf die andere Wange legen. Die Ellenbogen sind ganz nah bei den Knien. Die
Unterarme sind 90 Grad abgewinkelt oder die Ellenbogen haben einen 90 Grad Winkel. Zentrierst du dich, die Hände aufstellen, langsam Knie und Fersen zusammenführen. Komm einfach in den Fersensitz hinein, die Schultern locker. Dann kommst du in die Stellung des Kindes. Die Stirn auf der Matte ablegen, dich einrollen. Diese Übung bringt ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, Urvertrauen. Diese Übung bringt dir eine Verbundenheit mit der Erde, eine Sicherheit, eine Aufgehobenheit. Fühlst dich aufgehoben, angekommen, bei dir, sicher. Hände mal an deinen Knien aufstellen, dich in den Fersensitz hineindrücken. Hände aufstellen, Zehen aufstellen, du kommst in die Hocke. Dann in den Hahn. Hahn ist auch eine Gleichgewichtsübung, die Schultern locker. Hände auf den Oberschenkeln, Oberkörper aufrecht, senkrecht, gerade, Augen schließen.